Ansiedlung wieder hier heute dann mit sich. Sehr schön. Verstanden? Sehr schön. Aber das ist deutlich. Heute sind wir auf dem EUREF Campus in Düsseldorf, einen Ort der Nachhaltigkeit und Innovation. Hier arbeiten kluge Köpfe an Zukunftslösungen in den Bereichen Energie, Mobilität und Umweltschutz. Wir haben uns für den EUREF Campus entschieden, weil er die perfekte Umgebung für unsere Ziele bietet und ein Leuchtturmprojekt in Sachen innovatives Bauen ist. Und wenn Sie mal einen Schwenk dann auf die Kuppel machen, eine große Veranstaltungshalle, hier stehen überall Bäume drin und hier können bis zu 600 Leute können hier Veranstaltungen machen und hoffentlich viele auch Interessenten für diese tollen Holzbauten, die Sie Mod 21 machen. Wir dürfen auf unserem Ruhe-Meeting schön hinstellen, ja. Wir werden dann mittig in die Kommunikationszone noch zwei Module hinstellen. Was wir dann auch nutzen, Innenhof, dann schöne Fassade und so weiter. Und wir verbinden das mit unseren Büros und eine Brücke. Cool. Wird schon cool. Panie Prezesie, to ważny podpis? Bardzo ważny. Bardzo, bardzo cieszący, bo w takim pięknym budynku będziemy mogli mieć nasze biuro. Die Anwesenheit von Ministerpräsident Hendrik Wüst zeigt, wie wichtig dieses Projekt für die Region ist. Seine Unterstützung unterstreicht die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Innovation für die Zukunft vom NRW. Wir planen, ab Januar 2026 in unseren neuen Büros auf dem EUREF Campus einzuziehen.